sich nicht leugnen, ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte, dafür, dass er sie anlog und seine schmutzigen Geheimnisse zu wahren, während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin, doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Unigust, es klingt unerträglich. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Alles ging bergab, als ich schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Lordan der Vater? Lebte ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Lag ich bei einer Frau? Oder war es vielleicht das meine und ich würde nicht großziehen, stattdessen als sein Onkel bei ihm leben? Eine Lüge leben wie ein Feigling. Die finstersten Gedanken gingen in diesem Moment durch den Kopf. Ich gebe mir auch die Schuld, deshalb habe ich mir etwas insgesamt sogar gewünscht, dass es passiert. Und was passiert? Das Kind kam tot zur Welt. An jedem Tag wollte ich mit ihm sterben, doch tatsächlich fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich von so etwas erleichtert? Aber Lordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte, aber sie ließ mich nicht. Lordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts als ein Dreckskerl, der seinen eigenen Grund zur Trauer hatte. Okay. Das winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kessel zurückkehren und Lordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag, alle verzehrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut von Wind. Unigost, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast, was ihr alles durchgemacht habt. Es gibt nichts, das ihr leid tun müsst, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klarzumachen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern, doch wir waren keine Helden. Wir zahlten noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Unigos. Du hast gesagt, dass es euch alle dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir, also habe ich sie nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass dein Bruder es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Ich mach das. Fass mir, wenn du siehst, sagt es. Nee, sag nix. Alles klar. Oh, schon wieder. So. Okay. So, weiter geht's. Nee, also Zusammenbauer werde ich jetzt nicht nochmal rennen. Was könnte ich denn machen? Warte mal, wie hieß die? Ich muss ganz kurz mal gucken. Ich könnte ja noch ein bisschen flirten. Ein bisschen was vorbereiten. Ich habe es nämlich aufgeschrieben. Ja, Romina. Gucken wir doch mal. Lorelei? Ja, Romina. Naja, sieht's. Hallo. So. Romantik. Was? Stinkig. Have a good day. Och Mann. Ey, ich hab doch eben noch nicht gestunken. Mann, ist das peinlich. Das ist unangenehm. How is life treating you? Bitte. Ja, machen wir das doch. Ah, plus 3. Achso, ne, gut, zurück. Okay, machen wir das. Wow. Wie geht's dir, meine Schöne? Siehst stark aus, das ist ziemlich beeindruckend. Das geht nochmal. 43 Uhr.
Mir geht's wieder meine Schöne. Alles klar. Nicht so wichtig. Hast du sonst gehört? Hm. Lesnica. Mhm. Okay. Das wird meine. Jo. Was können wir den Frauen schenken? Ich habe demnächst frische Kirschen. Frische Kirschen. Ach komm, wir machen jetzt einfach noch weiter Story-Quest. Ist doch egal. So. Den Weg kennen wir ja. Auch mit den Wölfen und so. Wäre einfach hungern oder so. Einfach nur die Ausdauer. Okay. Was ist eigentlich mit Alvin? Da kommt was Neues. Wo denn? Da. Oh. Das ist ganz neu, ne? Zusätzlich Getreide. Komm, wir machen immer als erstes das. Ja, okay. So, aber wenn wir die fünfte jetzt kennengelernt haben, dann werden wir unser Zeugs ausbauen. Sag ich jetzt mal. I hurt myself today. Wieso bin ich in letzter Zeit so oft schmutzig? Aber da kommt ja noch irgendwo ist da Wasser, ne? Ich habe sogar das Gefühl, dass ich irgendwie... Was war das? Ein Stock? Ich werde schneller schmutzig in letzter Zeit. Da ist er doch schon. Erstmal langsam. Das nächste Mal haben wir es wieder geschafft. Na, wo ist er denn? Hi. Hab ich nicht gesagt, dass du dich nicht lernen sollst? Kastrell. Genau. Genau. Alter, bist du ein Arsch. Was sind das? Rote Beete, Zwiebel, Kohl und Karotten. Ich sage, Junge, das ist mir egal. Bring mir mein Essen und du bekommst eine wertvolle Information. Ach ja, sowas kann nur von einem schlechten Erzähler kommen. Gibt nichts, was du dagegen tun konntest. Vielleicht soll das witzig sein oder besonders schlau, zynisch oder was auch immer. Gibt es denn keinen anderen Weg, bekomme ich gar keine Wahlmöglichkeit. Ich würde sagen, nur wie du das Gemüse bekommst, das ist dir überlassen. Das ist einfach faul. Hör auf zu bellen und hol Hündchen. Oh, wie ich das hasse. Boah, ist der eklig. Wow. 20, du Arsch. Aha. Rote Beete, Zwiebel, Kohl, Karotte. Nee, echt jetzt.
stehlen. Nein. Boah. Das ist asozial. Aber was... Was habe ich denn auch gedacht? Wo ist denn... Sollen wir gehen das dort kaufen? Warte, wie geht das? So. Jo, das geht. Geld habe ich ja ein bisschen. Hm, gehen wir vorher noch ein bisschen. Nein. Alter, geh weg. Kann ich hier nicht baden? Nee. Hallo? Nö, hilft nichts. Aber ich werde in letzter Zeit echt wirklich schnell dreckig. Na, dafür friere ich nicht. Rote Beete, Zwiebel, Kohl, Karotte. Altes. Warte mal, haben wir da Wasser in der Nähe? Überhaupt nicht. Gut. Es muss wohl sein. Can I help you? Hm, die wäre ja auch ziemlich genau richtig, aber have a good day. Ich will jetzt nur erstmal Zeugs kaufen. Ist die da alleine oder was? Hallo? Ach, jetzt sind sie plötzlich wahr. Pleasure to meet you. Farewell. Ja. Sind sie wieder alle weg. Greetings, stranger. Mhm. Goodbye. Mach's gut. Machen wir garantiert nicht. Kein Händler? Greetings, stranger. Have a good day. I welcome you, traveler. Farewell. Wow. Hier gibt's keinerlei Händler? Ich glaub's ja gar nicht. A newcomer. Ah ja. Was ist denn das? Okay, verstehe. Mhm.
Rolnia Goswerdenica. Mhm. See you soon. Hello, traveler. See you soon. Gut, machen wir weiter. Pranica. Mhm. Och ja. Da ist es ja schon. Nee, ich kann ja auch nicht machen. Ich stinke. Willst du mich verarschen? See you soon. Hello there. Have a good day. Be welcome, stranger. Mhm. Schon klar, ich versteh's. How are you? Was ist der? See you soon. Aber hier ist doch. Nein. Nein. Was? Nur weil ich reingeguckt habe, hör mal auf. Oh, fuck. Nicht reingucken, keine Neugierde. Hallo. Nein. Rolnica Gostovia. Also Roll, Goss und Den. Roll, Goss, Den. See you soon. Roll, Goss, Den. Nerv. Dann geht's jetzt ab nach Hause. Ah, sehr schön. Na, immerhin. Vielleicht finden wir ja was. Mhm. Die Hasen machen beängstigende Geräusche. Die Kaninchen. Kaninchen. So, jetzt kann ich wenigstens mal duschen gehen.